Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition hier bei Explore RP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in den Smaragdgräbern. Mir geht so langsam die Stimme weg. Kreatus, nee, wie heißt es? Briatus Aufstieg. Und hier haben wir noch einen kleinen Riss und dann können wir das nächste Lager freischalten. Wir kümmern uns erstmal um den Riss. Und natzen mal alles weg hier. Dämon der Verzweiflung. Was? Ziemlich unebenes Gelände. Machen wir direkt noch eine Rune. Für die nächste Runde. Oh, was passiert hier? Wer ist das? Ein Level 19er Elite-Boss. Okay, okay, okay. Nee, doch kein Elite-Boss. Der ist nur Level 19. Können wir den mal eben... Was ist das schon erledigt? Okay. Hatten wir in der Form bis jetzt auch noch nicht. Kann mich zumindest nicht dran entsinnen. Was haben wir hier? Ja, tiefe Pilze. Heute unter der Erde. Ja. Hab leider meine Schaufel zu Hause vergessen, sonst würde ich sie jetzt glatt mitnehmen. So. Schön hier. Nur leider kaputt. Schön und kaputt. Und den... nicht, dass wir hier... Aber komm, dann können wir so... wegmachen. Gedingsen, Gedönser. So. Markieren wir direkt mal hier. Bäbä. Auffüllen machen wir erstmal nicht. Gut. Wo kommen wir jetzt dahin, wo wir hinwollen? Requirierung können wir, glaube ich, eine abschließen, ne? Dann gibt er uns doch wieder eine neue. Wo ist er? Wer gibt. Gibst du uns eine neue? Nee. Du gibst uns eine neue. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Was? Es gibt nichts zu berichten, Sir. Hä? Ernsthaft? Nur eine für... Okay. Jetzt bin ich doppelt verwundert. Ich denke... Das hier hinter uns ist ein Point of Interest. Gehen wir da mal gucken. Ich kann irgendwie keine Burg erkennen. Bis jetzt zumindest. Gehen wir mal hier außen rum. Das da ist doch... das ist so. Keiner hier? Argon's Kate. Ja. Öffnen.
von der anderen Seite verriegelt, okay. Kommt durchs Fenster rein? Nein. Verriegelt. Da kommen wir auch nicht rein. Okay, ich denke mal, wir sollen den Frontallappen benutzen. Da unten ist auch noch was. Dann gucken wir erstmal hier. Oh. Verriegelt. Wir räumen erstmal systematisch auf. Oh, jetzt kommen sie aber alle. Warum? Warum? Erledigt. Erledigt. Wo ist er? Erledigt. Da ist noch einer. Ah, okay. Oh! Was ist denn hier los? Freunde! Jetzt wird's lustig. Ich glaube, jetzt brauchen sie ein Schild hier. Schildträger sind ätzend, weil die halten so viel aus. Was mit euch hier? Drei auf einen Streich. Hallo? Haben wir quasi ein Hauptlager von denen platt gemacht gerade? Kann sein? Ja komm, dann räumen wir komplett auf. Okay, so viel zum Thema Boss. Ich sehe nichts. Schilden, Schilden, Schilden. So. Ja, Kollege. Wenn du mich so fragst, sieht schlecht für dich aus. Nutzt das Chaos des Krieges, um sich selbst zu bereichern. Okay. Sehr schön. Diese Festung hätten wir eingenommen. Der Wahl. Skizze des Hofs des Chateaus. Drei Fenster. Wasser. Okay. Kein Loot hier. Die Getränke von Tedas, Absenz. Ich weiß nie, ich weiß, wie man es schreibt. Diese Abfüllung drückt meinen Wunsch aus, dass die derzeitige Meute behüteter Lackaffen verschwindet. Ich bevorzuge die grüne Fee, nicht Affektiertheit. Mhm. Ist ja gar nichts an Loot. Eine olle Fleischstrebe. Eine
nicht mal ein Buch zum Lesen? Was ist hier los? Da. Sir Augustus Nachrichten. Auguste, dürfte ich euch daran erinnern, dass niemand von uns diese heimischen Symbole wirklich versteht? Wir arbeiten schon so schnell wie möglich wir können. Ich möchte außerdem hinzufügen, dass sich einige der Männer bei der ganzen Sache unwohl fühlen. Ihr wisst schon, wegen der Geschichten über elfische Flüche. Ich hoffe sehr, diese Waffe, von der ihr denkt, sie sei hier, versteckt sich und ist die Suche wert. Okay. Legendäre Waffe. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr lebt euch ein. Das hier ist jetzt euer neues Zuhause. Die kaiserliche Armee wusste euch nicht zu schätzen. Die Kaiserin hat euch für ihre eigenen Zwecke benutzt. Vergesst sie und denkt immer daran, ihr seid keine Deserteurin, ihr seid frei. Gut, aber das, okay. Ein Objekt zum Plündern haben wir. Ein einziges. Sehr mau. Sehr mau. Aber ich glaube, wir sind noch ein bisschen verwöhnt, ne? Kann das sein? So, die mittlere Hütte hatten wir jetzt hier, ne? Hier ist noch eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Plumpsklo wahrscheinlich. Wieso kommen wir da nicht rein? Weil wir nicht reinkommen. Okay, dann gucken wir jetzt drüben noch das Haus, wo die alle eben rausgekommen sind. Was mich wundert, dass wir das hier auch nicht einnehmen können. Hier ist noch irgendwo was. Da. Ernsthaft, da willst du mich veräppeln. Was soll das hier da? Ach so, ein Bild. Gut, da muss Sera also ran. Nehmen den Kram hier noch eben mit. Oh, Schnucki, wo bist du? Da bist du. Mach mal die Tür auf. Viele Kunstschätze hier. Olé, Wappenkunde und Symbolik. Ein Beweis für Fairbanks adlige Abstammung. 1 von 3. Okay. Dieses Buch wirft einen umfassenden Blick auf die bekannten Adelshäuser in Olé. Besonders interessant sind einige Sätze des Eintrages über das Haus Lemarck. Ami Lemarck gründete diese dieses altehrwürdige Haus zur Zeit von Kaiser Cornelius Drakon. Bedauerlicherweise endete der Stammbaum mit Lord Giraud Lemarck, der seine einzige Tochter Benique verstieß. Das Schild der Lemarcks zeigt einen Falken auf blau-goldenem Grund. Der Leitspruch des Hauses lautet: auf gesegneten Schwingen der Sonne entgegen. Schöner Spruch. Der Krieg um Perendal. Nicht viele Leute nehmen die Weststraße nach Perendal um des Vergnügens willens.
Abgesehen von Silberschürfern wie von sowie einer erstaunlich kampflustigen Rasse von Bergziegen gibt es nur wenige lebende Wesen, die diese felsige Landschaft bewohnen. In längst vergangenen Zeiten waren die Berge um die Stadt herum voller Drachen und vielleicht wird das auch der Grund, warum sie überhaupt die Aufmerksamkeit der Pentagastkönige erregte. Was haben wir denn jetzt immer noch? Ach, da liegt immer noch was. Okay. Muschelgämme. Gut, das hätten wir. Können wir es nicht einnehmen? Nö. Aber wir können zumindest hier hingehen. Zur Statue. Ein bisschen Embryum. Haben wir denn jetzt hier? Die Nöte einer Witwe. Mein geliebter Robert ist letzte Woche gestorben. Er fiel einigen Männern zum Opfer, die einst die Farben unserer geliebten Kaiserin trugen. Seine sterblichen Überreste wurden verbrannt, wie es unsere Kirche verlangt. Unser letzter Wunsch war es, dass seine Asche auf dem Plateau mit Blick auf den großen Wald verstreut wird. Da jedoch Banditen und Verräter diese Wälder heimsuchen, kann ich ihm seinen letzten Wunsch nicht erfüllen. Weiter als bis hierhin kann ich nicht gehen, aber es gibt auf dieser Welt auch gütige Seelen. Und ich bete zum Erbauer, dass der Bauer eine von ihnen zu mir schickt. Vielleicht kann ich sie ja dorthin reisen, wo ich nicht hinkam. Andraste wird mit Wohlwollen auf jene herabblicken, die das Flehen einer Witwe erhören. Okay. Schwupps. Andrastes Stärke. Andrastes Weg war schwierig, genau wie der unsere, aber wir gaben nicht auf, genau wie sie. Und wir werden belohnt werden, genau wie sie. Da sind auch wieder Freunde. Da hinten sind auch Freunde. Gut. Das haben wir, das haben wir. Jetzt müssen wir uns mal ein bisschen für den Weg entscheiden, weil wir latschen jetzt hier, ich würde sagen, da lang. Sehr theatralisch. Sein Schild ist noch übrig geblieben. Nee, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf tiefen Pilze. Wenn wir neue Kräuter finden, Leute. Ich glaube, das ist das falsche Gebiet dafür. Sind wir hier richtig? Gehen wir mal hier lang. Im Moment kein Plan, wo wir sind. Komm, das schaffst du. Oh. Ein Haus ohne Texturen. Ich glaube fast, da soll man hin. Nee. Dann gucken wir mal, ob wir den Haupteingang finden. Die nehmen wir uns mit. Ist das nicht hier, wo der Riss war? Da, wo die drei jetzt waren, da war doch der Riss, ne? Hier ist der Wagen, ja klar. Raffiniert. Okay, hier ist kein Eingang, das heißt... Wir versuchen es mal hier lang.
Villa Maurel. Okay, die werden wir aber dann erst in der nächsten Folge einnehmen. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.